Hallihallöchen, Leute, ich begrüße euch heute bei einer neuen Runde Replays. Ein bisschen anders aufgesetzt heute, denn heute geht's um das Schätzchen hier, die Panzer-Selbstmordraffette 5. Und ich war am Überlegen, Doc, machst du da eine richtige Panzervorstellung für? Hab mich aber dagegen entschieden, denn ich würde da nur zu lange und zu viel drüber meckern, wie doof dieser Panzer noch ist. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil das ist nicht nett für den Panzer und das hilft auch nicht allen weiter dabei, den gut zu spielen. Deswegen habe ich entschieden, ich werde jetzt nur kurz am Anfang was dazu sagen und ihn dann in Replays behandeln, um zu zeigen, wie ich ihn fahre. Denn ich fahre ihn, glaube ich, anders als einige andere. Was man zu dem Panzer sagen muss, er ist scheißen langsam, unheimlich wenig wendig, hat kaum Panzerung, bis auf diesen einen Waffenmantel hier vorne, den man natürlich nicht sieht, weil wenn ich die SD drücke, kommt auch die Web auf, aber das, was um die Gun drumherum sitzt. Dafür hat er eine Gun, die richtig große Löcher macht. Wir haben nur 15 Schuss. Wovon ich auch einen als HE dabei habe. Schaden mache ich 490, Durchschlagskraft 231. Das ist ganz schön groß, wenn man bedenkt, wir sind hier auf Tier 7. Das ist 128mm Gun, die eigentlich von einem Tier 9 Panzer von der Stufe herkommt. Also das Ding macht große Löcher. Und das ist auch so das, was diesen Panzer ausmacht. Er kann große Löcher machen. Und bei vielen, vielen Leuten sehe ich, dass sie ihn einfach sehr, sehr passiv spielen, was ich persönlich total zum Kotzen finde und weswegen ich auch das Konzept des Panzers nicht mag. Da würde man sich auf dieser Map einfach standardmäßig hier oben hinstellen, warten, bis die Gegner kommen, einmal drauf schießen und hoffen, dass man dabei nicht aufgeht. Und das ist auch der Punkt, was ich finde, so spielt dieser Panzer sich nicht. So kann man ihn nicht spielen und so sollte man ihn nicht spielen. Denn das Problem ist, man ist ein offenes, großes Fahrzeug. Wenn man einmal aufgedeckt wird, wird sich garantiert gegnerische Arti, wenn sie da ist, dazu entscheiden, auf einen zu schießen. Und auch jeder Panzer, der in der Nähe ist, deckt sich, nimmt einen als gutes Ziel. Weil man ist so leicht zu durchschlagen. Sobald man hier auf den Rand um die Waffenblende drumherum schießt oder hier unten vorne auf die Kante oder auf die Seite, kommt man durch uns immer durch, ohne Probleme. Es ist quasi eine Einladung dazu, uns mit Schüssen zu zersieben. Und deswegen darf man eigentlich nicht wirklich stillstehen oder nicht zu lange auf einer Position bleiben. Das ist ein Problem, weil der Panzer unheimlich langsam und schwerfällig ist. Motorleistung quasi null. Was halt unheimlich frustrierend dabei ist. Aber ich persönlich finde, man sollte ihn nicht so spielen, dass man hinten stehen bleibt und einfach wartet und campt, denn das kann er nicht. Und dieser Panzer hat eine große Stärke, die er mit sich bringt, und ich bin der Meinung, man muss sie auch nutzen, auch wenn sie nicht der Hammer ist. Und zwar hat er eine unheimlich geile Gun Depression. Diese Gun hier bekommt man unheimlich weit runter. Kann ich euch jetzt am Anfang des Replays natürlich nicht vorführen. Müsst ihr mir einfach mal glauben. Die geht unheimlich weit runter. Und das, finde ich, ist ein Punkt, womit man diesen Panzer durchaus spielen kann. Man kann nämlich an Hügelkanten arbeiten. Man braucht lange, um hochzukommen. Man muss also eigentlich vorher einen Überblick darüber haben, was ist hinter der Hügelkante los, was erwartet mich da, wann kann ich auftauchen. Einmal gucken. Man kann beim Gucken ein bisschen was riskieren, weil man halt diese Waffenblende hat und wenn der Panzer nach hinten geneigt ist, weil man über eine Hügelkante kommt, dann ist die halt noch mehr angeschrägt, dann hat man eine Chance, dass da was abprallt. Und dann kann man einmal auftauchen, einen großen Schuss raushauen und wieder abtauchen. Und 231er Durchschlag, 490er Schaden. Jedes Mal, wenn wir für einen Schuss auftauchen, dann machen wir große Löcher. Denn Heavy auf gleicher Tierstufe verkrüppeln wir mit zwei Schüssen komplett. Gut, so ein Tiger überlebt das, aber T29, der hätte danach schon nicht mehr viel über. Dann haben wir jetzt natürlich keine Heavys da, um das vorzuführen auf unserer Tierstufe, aber selbst so ein Medium Chiri hat massiv viel Lebenspunkte, da haben wir mit zwei Schüssen fast komplett raus. Andere 7er Mediums haben wir mit zwei Schüssen komplett raus. So, TD da vorne auf gleicher Tierstufe würden wir locker wegnehmen. Und das ist der Punkt, wo ich finde, damit kann man ihn spielen. Es ist schwierig, weil halt Motorleistung unheimlich gering und fehlt Munition. Das größte Problem, was ich mit ihm habe, die Gun ist ziemlich ungenau. Ich habe jetzt keinen Waffenrichtantrieb mit drin, weil ich ihn schon mit dem Setup fahre, den ich beim Nachfolger dann verwenden will und mir da nicht extra noch einen holen würde. Aber die Gun ist nicht die genaueste. Man hat es, selbst wenn man sich voll Zeit lässt zum Einziehen, dass teilweise der Schuss irgendwo weit, weit weggeht. Und das stört mich so ein bisschen. Aber so viel geredet zu ihm. Jetzt seht ihr, wie ich ihn fahre. Ich fahre ihn nämlich gerne aggressiv. Denn meistens sieht es so aus, wenn man mit dem über die Hügelkante guckt und einen dicken Schuss reinballert, dann tauchen die meisten Gegner, ziehen dann sich doch erstmal zurück und überlegen sich zweimal, ob sie dann angreifen wollen. Und damit kann man gut was machen. Und wir waren hier in der Runde unterwegs mit Tesla und Hasi, wo wir die Schmerzrunde schlechthin gemacht haben. Ich in meiner Panzer selbst voller Fette, die beiden in ihren Chiris, weil es nicht wirklich Spaß macht. Und ich fahre hier erstmal direkt los, steuere prinzipiell erstmal Richtung den Hügel von hinten an, denn unser Ziel war ganz klar, die decken vorne auf, ich gebe Support-Fire. Wir haben keinerlei Heavies, das heißt, es muss sich irgendjemand auf, also was heißt keine Heavies, aber keine Top-Tier-Heavies, es muss sich jemand um die Stellen kümmern, die normalerweise durch Heavies angegangen werden. Und ich mache nochmal Tankstelle, wir sind unheimlich langsam. Hier, wir können es uns zwar anschauen, berghoch habe ich hier 7 bis 8 km/h. Das ist nix. Aber wie andere bleibe ich hier nicht stehen, sondern fahre hier durch,
Weil da, von da aus kommen wir hier nach oben. Da, wo es interessant ist, Tesla hat währenddessen schon den Scout rausnehmen können. Nett. Ich sollte mal wieder in meine Kamera gehen, dass ihr auch seht, wo ich dabei hingucke. Und wir düppeln hier los. Der Leo beschwert sich über Hacker, weil der andere ihn erschossen hat. Ganz klar, immer so. Und hier bin ich jetzt an der Stelle, wo ich was machen kann. Hier gibt es nämlich eine Hügelkante. Und da hinten gibt es eine Stelle, wo immer wieder gegnerische Heavys auftauchen. Aber es sind viele Büsche mit im Spiel und man kann leicht wieder abtauchen. Und das geht in diesem Panzer recht gut. Rückwärts Hügelkanten wieder runterfallen, ist mit dem vollkommen in Ordnung. Und man sieht jetzt auch hier, das ist die Gun Depression. Soweit kriege ich meine Gun ohne Probleme runter. Und kann jetzt in der Stellung hier über die Kante fahren. Halte da meine Gun auch schön still, weil ich weiß, irgendwo da tauchen die Gegner auf. Da war dieser hübsche Churchill Zibu, du hast eine KVSS. Boom. Okay, wir haben auch einen gefressen, aber das, was er gefressen hat, ist größer. Mit meinem nächsten Schuss ist er garantiert weg. Und ich lade schneller nach als er, das muss man auch dazu sagen. Gut, das ist ein bisschen Erfahrung, sowas zu wissen, aber ich lade schneller als der KVSS. Und damit ist er weg. Gut, der Churchill 7 ist jetzt noch aufgetaucht, das ist ärgerlich, aber dafür fängt der von der Seite auch vom Chiri. Aber wir haben hier, wenn der Churchill nicht gewesen wäre, haben wir 390 ungefähr gefressen, um einen gegnerischen Heavy rauszunehmen, der Tierstufe unter uns ist, das ist in Ordnung. Und der Churchill 7 hat den Stockturm, da kann man auch ohne Probleme drauf schießen. Bumm, auch direkt weg. Rache dafür, dass ich da Schaden genommen habe. Mal eben in kurzer Zeit 1200 Schaden gemacht. Die Nachladezeit mit knapp 12 Sekunden ist schon hart. Aber wenn man denkt, dass man eh nur 15 Schuss hat, muss man sich die so oder so einteilen und jeden Schuss wertvoll machen. Und vom eigenen Team sind wir dann auch schon 5 Leute gestorben. Wir hatten eine gute KVSS und das sieht bisher jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich toll aus. Weil, oh Gott, die sind ja schon wieder alle am Sterben auf unserer Seite. Gut, die gehen auch, da haben wir gut was beigetan. 2 Kills durch mich, 1 durch Tesla und U arbeitet ja auch gut mit. Also wir arbeiten da schon als Top-Platoon daran, die Gegner rauszunehmen, aber es sind erstmal nicht die optimalen Bedingungen. Das ist auch so ein Punkt, wo, wenn man sich das Setup anguckt, ich nehme mal meine Zeit dafür, wenn man sich anguckt, was wir hier haben, wir sind die, von unseren 4 Siebenern sind wir 3. Wir haben noch einen anderen TDN. An der Stelle darf ich mir gar nicht erlauben, mich mit meinem Panzer nach hinten zu stellen und zu snipern, weil es kommen hier beim Gegner 2 Heavys und Chiri sind auch nicht umwerfend gut. Die sind nicht unbedingt dazu geeignet, einen Tiger P und einen T29 rauszunehmen. Das heißt, wir als Top-Heavys sind, Top-Panzer sind in der Verantwortung, die gegnerischen Top-Panzer, vor allem, weil die ja noch einen mehr haben, irgendwie rauszubekommen. Da was gegen zu machen. Und das ist der Punkt, weswegen ich zum Beispiel, also, ich könnte mir nicht erlauben, einfach zu sagen, ich bleib hier hinten stehen und warte ab. Unser AMX-AC macht das auch sehr gut. Der hält hier unten auf und snipert. Und wir müssen halt hier oben in dem Sinne, wenn ich jetzt stehen würde und hier warten würde, dann würde sich das komplette Team wahrscheinlich aufrauchen. Vor allen Dingen, wenn jetzt die anderen beiden entscheiden würden, ich bin in dem Chiri, der ist auch nicht so besonders gut. Ich stelle mich auch erstmal hinten hin und sniper. Damit kann ich über die Zeit gut was raushauen. Und dann würden wir zu dritt hier oben stehen. Das komplette Team würde sterben. Die Gegner würden ankommen und uns 3 da oben rausnehmen. Und obwohl wir die Top-Panzer sind, würden wir doof gucken und nicht verstehen, warum wir verloren haben. Wir müssen hier eigentlich aktiv werden und da taucht ein Gegner auf, der uns noch lange Zeit Probleme machen wird. Da ist der gegnerische Tiger P und der hat halt einfach viele Lebenspunkte. Und ich gucke ihn mir jetzt an, ziel auf den Turm, boom, Treffer, sehr schön. Bisher kamen alle Schüsse, die ich abgegeben habe, an, das ist nett. Jetzt verschwindet der aber hinter dem Hügel. Das ist problematisch, weil ich kann über die Außenlinie mich nicht annähern. Dafür bin ich nicht schnell genug. Ich bringe mich hier auf dem Hügel in der Kante in Position mit dem Gebüsch hier. Gucken, bis es durchsichtig wird. So, jetzt bin ich am Aufdecken und kann mein Scherenfernrohr angehen lassen. Gucke, ob der Tiger P da irgendwo auftaucht. Habe das Problem, ich habe nur einen sehr, sehr geringen Waffenrechtbereich. 5 Grad nach links, 7 nach rechts. Ich muss mich einfach mal hin und her drehen, um Gegner mitzubekommen. Aber ich spotte ihn da einfach nicht. Tesla arbeitet währenddessen mit unseren Leuten unten zusammen und hat den T29 rausgenommen. Das ist ein wichtiger Kill, weil T29 sehr mächtig. Ja, und da die dort nicht weiter aufgehen, ist halt zwangsweise nötig, dass ich mich hier ein bisschen positioniere auf eine Position, von wo aus man weiter schießen kann. Und die anderen sagen, Tesla war, deck uns dort ein Ding auf, dann können wir von hier oben gleich drauf schießen. Mu guckt noch auch nach dem Tiger P, aber der scheint sich da wirklich in Deckung begeben zu haben. Und das nutze ich einfach mal, um hier mutig durchzufahren. Wir sind ja so unheimlich schnell, um hier noch zu kommen. Nicht. So umpositioniert ist mit diesem Ding hier eine ziemliche Qual. Da braucht man ziemlich lange für. Das ist nicht schön, aber man wird dafür belohnt mit Schüssen, wo man große Löcher machen kann. Und das ist es dann ja wieder wert. Und da drüben sehen wir unseren Tesla vorrücken. Wenn ich hier hinterher rücke und versuche irgendwo dann Ziele zu finden. Da drüben haben sie jetzt alles weggekommen. Das heißt, es wird hier in Richtung deren Basis was aufgehen.
Also ab ins Gebüsch, neben das, was hier an Felsen noch ist, mal gucken bisher, denn ich muss mich auch gegen den Tiger P absichern, der da irgendwo noch sein sollte. Jetzt doch entschieden hierhin, damit ich da überall reingucken kann. Der Tiger P, der hat ganz offensichtlich kein Bedürfnis aufzutauchen. Da hat unser M6 sich ersoffen, weil er dachte, ah, ich fahre da mal rüber. Man kommt durch dieses Flussbett hier nicht vernünftig durch. Und ich habe mich doch ein bisschen über ihn geärgert, weil, oh Mann, dafür taucht da drüben eine KV-1 auf und wir sind jetzt in der festen Position, den gegnerischen Sniperberg zu beschießen. Setze nach dem Schuss zurück, weil ich weiß nicht, ob wo der Tiger P ist, ob er mich aufmacht. Tut er aber nicht. Und das ist so ein Punkt, den ich mit diesem Panzer unheimlich wichtig ansehe, nach jedem Schuss zurücksetzen. Und auch wenn ich jetzt gerade hier nicht meine Gundepush nutze, jedes Mal zusehen, dass man wieder in Deckung kommt. Scherenfernrohr anlassen, in der Hoffnung, dass meine Sichtweite schon reicht, wird sie wahrscheinlich nicht. Also sind wir da auf Tesla und die KV-1S angewiesen, dass die für uns Dinge aufdeckt. Immer wenn was aufgeht, sind wir hier in der perfekten Position, um drauf zu snipern. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, dieser Panzer funktioniert dann richtig gut, wenn er sich in Positionen bringt, von wo aus er, ohne selbst behakt zu werden, Gegner mit beschießen kann. Das bietet sich an. Da kommt gerade ein Hellcat durch. Wenn wir Glück haben, deckt die auch noch was auf. Das kann passieren. Ja, ihre Reichweite war auch genug. Der gegnerische Panzer selbstverhält. Und da ist, was ich meine. Schuss war ziemlich genau auf ihn drauf. Schuss geht an ihm vorbei. Das ist mir häufiger mal passiert. Und das hat mich auch so ein bisschen an dem geärgert. Es ist, dafür ist er echt nicht optimal. Aber jetzt bietet er die Seite von seinem Panzer. Da kommen wir genau rein. Und wir, man muss auch sagen, wir würfeln hier sehr gut. Und da sehe ich jetzt schon, okay, da geht auch noch mehr auf. Dann nehmen wir mal das. Zu, wegstauben, gerade als einziger offen, ist nett. Ist natürlich nicht so viel Schaden, aber ist halt ein kostenloser Kill quasi. Da ist der T25 zu, den holt die Hellcat sich. Tesla wird dessen auch bei 3 Kills, also wir haben hier allesamt gut gewirkt. Den Blindschuss probiert gegen die Panzer selbst, die war aber nicht mehr da. Und mit der Ladezeit ist das machbar, mal einen Blindschuss abzugeben. Ist nicht optimal, aber ist okay. Da taucht sie wieder auf, mein Blindschuss hätte sogar treffen können, aber jetzt treffen wir sie auf jeden Fall. Bleibt noch eine KV-1 und ein Tiger-P. Zum Glück haben wir die Hellcat hier neben uns, die auch ein Stück vor uns steht. Das heißt, wahrscheinlich wird die Leute zuerst aufdecken und zuerst aufgedeckt werden. Und ist es überhaupt eine KV-1? Ja, ist eine KV-1. Ich war gerade überlegen, ob es eine KV-2 ist. Das sah so ein bisschen aus, aber nein, KV-1. Jetzt wird nicht wirklich bedrohlich, außer er kommt nah an uns ran. Da geht er auf. Ich sehe ihn aber nicht. Das heißt aber auch, ich will mich jetzt eigentlich zu dem Tiger-P orientieren, weil der muss ja auch noch weg. Der KV-1S sollte eine gegnerische KV-1 sehr locker rausbekommen. Und wenn nicht, dann taucht Tesla da immer noch auf. Das sollte ja wohl funktionieren. Hab natürlich da trotzdem zugeguckt, wie das läuft, weil der Tiger-P hier halt einfach nicht aufgeht. Und irgendwann habe ich entschieden, ja, ach komm, scheiß drauf. Ich bin ein Sturmpanzer, ich kläre das jetzt. Ich bin natürlich kein Sturmpanzer mit dem Ding, aber ich mache das gerne mal. Ich spiele den, wie ihr seht, wirklich aggressiv. Und da geht der Tiger P da noch auf. Ich komme nicht dran, also ist die logische Überlegung, ich fahre ran. Der wird mich mit einem Schuss nicht rausnehmen können. Ich ihn zwar auch nicht direkt, aber ich mache große Löcher und vielleicht schießt der noch ein Teamkollege bis dahin ein paar Mal auf ihn. Man muss sagen, die Position ist für ihn halt sehr stark, aber bringt ihm halt nichts mehr, sein Team zu retten. Und da sehen wir ihn. Ich muss mich immer drehen, um treffen zu können. Und boom. 399 in einem Schuss schaffen wir. Sehr schön. Direkt noch was davon rausbekommen. Und das, muss ich sagen, macht mir bei ihm sehr Spaß, diese aggressive Spielweise an Dinge rankommen. Wir waren in der Runde nur Dritter, laut Erfahrung, haben aber 3513 Schaden gemacht, was mir ein High-Kaliber gebracht hat. Ein bisschen was eingesteckt, beide Schüsse gingen durch mich durch, einen Gegner aufgeklärt, einen beschädigt, 5 vernichtet. Also die 5 vernichtet habe ich natürlich auch beschädigt, zählt automatisch mit rein. Von meinen 11 Schüssen haben 9 getroffen. Und man muss sagen, wir hatten halt, wie gesagt, alle aus unserem Platoon gut, Mutality nicht ganz so, aber Tesla und ich hatten eine super Runde und die KV-1S über uns, der Pistika R, wie auch immer genau ausgesprochen wird, an den Stelle auch ein Glückwunsch, der hatte auch eine geile Runde. Die Kunst, die Hälfte unseres Teams hat 0 Schadenspunkte gemacht, die sind irgendwo rumgedümpelt und haben da nichts gemacht. Weil sich das also, ich ein bisschen traurig, unser M6 hat sich jetzt selbst versoffen, deswegen ist er runtergefallen, sonst alles, was unten rot war, keinerlei Schaden gemacht. Unser Hellcat ein bisschen, aus dem auch Aufklärungsschaden. Und die zweite KV-1S da oben, 1000 Schaden, ist auch okay. Unser AMX mit 1113 hat sich auch gut gekämpft und war dort halt auch einfach an einer wichtigen Stelle. Aber der Rest des Teams war so schlecht, dass wir halt einfach davon abstauben konnten und einfach massig Schaden einsammeln konnten. Und da ist dieser Panzer halt richtig gut. Und wenn man ihn lang genug am Leben hält und in Positionen kommt, wo er gemütlich schießen kann, rotzt er richtig, richtig Schaden raus.
So, weiter geht's mit einer zweiten Runde. Diesmal bin ich mit Drake vom Ape-Team unterwegs. Und wir sind hier auf Los Wadi. geht's. Und ich dachte mir so, okay. Ich könnte mich jetzt hinstellen auf die langweilige Camper-Position fahren. Oder ich kann versuchen, wieder ein bisschen was aus dem Panzer rauszuholen. Drake ist in seinem AMX AC-46. Der wird also wahrscheinlich snipern. Und sich dorthin stellen. Ich währenddessen stelle mich hier in eine Position, wo ich dann ein bisschen mehr aufdecken kann. Denn das kann dieser Panzer. Ich weiß nicht, deswegen habe ich auch hier unten das Scherenfernrohr dabei. Damit komme ich halt auf meine bis zu meinem schwarzen Ring an Sichtweite. Das ist ziemlich wertvoll. Dazu das Tarnnetz, damit ich dabei nicht immer direkt aufgehe. Bin dabei immer noch nicht schnell, aber habe hier vorne eine Position, wo ich normalerweise, ich sagen würde, das ist eher eine Medium-Position, von wo als Medium mit seiner so sein Zenturion zum Beispiel wäre da super, seiner Gun Depression und seinem Turm arbeiten. Turm haben wir jetzt nicht so besonders stark, aber wir haben Gun Depression. Und damit kann man das halt einfach mal probieren, daraus was zu machen. War auch natürlich ewig, um hier an der Kante wieder hochzukommen. Das ist halt einfach ätze, diesen Panzer. Das macht auch einfach keinen Spaß. Deswegen bin ich auch froh, dass ich ihn hinter mir habe. Aber wir können hier an einer Position, von wo aus wir zuerst gut aufdecken können, grob in eine Richtung zielen können, wo wahrscheinlich die Gegner aufgehen. Und da ist die K1S, jetzt bemerke ich sie auch. Schneller Schuss, trifft. Oh. War zwar mit 408 ein ziemlicher Low Roll, aber der hat halt auf dem Weg in die Schlucht schon mal gut was gefressen. Und wir positionieren uns immer ein bisschen um. Nach jedem Schuss habe ich mir die Panzer angewöhnt gehabt, immer ein Stück zurückfallen. Egal, ob man gesehen wird oder nicht, ist es besser. Und man hat mit 11,9 Sekunden Reload-Zeit die Zeit, sich zurückzufahren, wieder hinzufahren, ohne Probleme. Das ist ganz einfach machbar. Aber es ist halt sinnvoll. Und unsere Kollegen fluchen schon, weil nicht genug unten ist. Ja, mi, 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 so wie immer. Währenddessen kann man sagen, okay, wenn dort ein Gegner aufgehen, kann ich dann auch mit hinfahren. Ich brauche ein bisschen, aber hier in der Mitte kommt wohl nichts mehr. Drake hat da mittlerweile selber zugeschlagen und sich eine Hellcat rausgeholt. Und ich gucke da, Gegner hinter Gebäude, schade. Bringen wir uns da ein bisschen besser in Position, damit wir hier mehr schießen können. Und auch aufdecken können. Da taucht der wieder auf. Sehe ich ihn, ja. Zeit lassen, boom. War zwar nicht viel Schaden, den wir machen müssen, aber jeder Schuss ist in dem Panzer wertvoll, also man sollte sich da nicht zu sehr übereilen. Und man sieht, ich falle jetzt wieder zurück. Von der rechten Flanke geht es unserem Team sehr gut im Hügel. Und die K1S drückt schon durch, da wird mir also nichts in die Flanke fallen. Das Einzige, was mich beachten kann, ist Arti, aber um an der Stelle ein bisschen über Arti-Technik einzugehen, hier neben uns ist eine Hügelkante. Das heißt, auf der Seite, wo wir sind, ist das Gelände abfällig nach hinten von der Arti weg. Das heißt, für den wird, auch wenn er auf uns zielt, sein Kreis immer in die Länge gezogen. Der halt hier so einmal eine Form so länglich um uns herum haben. Weil dadurch, dass halt der Schuss in der Bogenbahn fliegt, hat er halt sehr hohe Chancen, dass er hinter und vor uns anschlägt. Und dementsprechend ist es auf dieser Seite, Hügelseite zu sein, für uns unheimlich wertvoll, weil wir damit ein gewisses Maß an Arti-Schutz dadurch erreichen, dass die Arti jetzt einfach, selbst wenn sie uns sieht, nicht gut treffen kann. Trotzdem nach jedem Schuss bewegen und umpositionieren, unheimlich wichtig, weil die Arti guckt irgendwo, muss sich immer wieder irgendwo mich mit beschäftigen, wird immer noch gefährlich werden, also müssen wir uns eigentlich nach jedem Schuss bewegen. Da kommt eine KV-2. Da konnte ich schön drauf warten. Hat einen Autofeuerlöscher gehabt, das ist schade. Drake beschäftigt sich mit der IS-2. Da versuche ich jetzt mittlerweile auch rüber zu gucken, ob ich ihm helfen kann, aber die ist leider wieder zugegangen. Und unser Team drückt mittlerweile oben rum. Jo. Gegnerische Arti ist offen. Wenn die ra früh rausgenommen wird, kommt mir das auf jeden Fall entgegen, weil das heißt, ich muss mir nicht mehr ganz so viele Sorgen machen. Da ist die IS-2, aber die fährt zu sehr über die Kante. Da kann ich einfach nichts gegen machen. Ich komme nicht an sie ran. Da hinten aber noch der AMX M4 ist, kann ich mich auch nicht zu weit von ihr wegbewegen. Jetzt kann ich mal einen Schuss probieren. Oh, der fährt gerade vorher zurück. Schade. Jetzt laden wir erstmal. Diesmal positioniere ich mich auch nicht so um, weil es einfach. Er ist der einzige Gegner, von dem wir wissen, dass er garantiert hier in der Nähe ist. Alle anderen sind weiter weg. Und genau, weil ich nachgeladen habe, fährt er so weit zurück, dass ich ihn nicht mehr treffen kann. Und er da diesen Hügel runterrutscht. Nöööööck. Super. Ja, komm noch mal zurück. Komm schon. Du willst es doch. Du stehst doch drauf, weil das hier auf dich schießt. Nee, doch nicht. Mist. Problem ist, es wird immer noch irgendwo der AMX kommen. Deswegen warte ich hier auch erstmal ab. Überlasse da momentan Drake den Spaß, die IS-2 daraus zu nehmen. Sollte mit KVS oder Arti-Unterstützung ja wohl hinbekommen. Und wenn ich Glück habe, schießt Drake auf ihn, er fährt zurück und in meine Arme.
muss sagen, obwohl das Ganze hier irgendwie, was war es, 40% oder so ungefähr, ja, läuft es bisher sehr gut, obwohl man von unserem Team viele da sind, wo man sagt, ja, Statistik bei denen nicht kompetent, schlagen die sich doch sehr gut. Da hat die Adi zugeschlagen von hinten, das ist ein bisschen doof für mich, weil jetzt fährt er nicht weiter zurück. Ich kann da immer noch nicht richtig drauf schießen. Er müsste noch ein paar Meter weiter zurück. Jetzt bewegt er sich. Treffer, boom, gut Schaden gemacht. Und gekettet. Das heißt, wir machen sogar ein bisschen potenziell Support-Schaden. Wenn unser Arti drauf schießt, der ist immer noch gekettet. Scheinbar kein Repair-Skill. Das ist krass. Und wir prallen da. Ja, Drake erwischt ohne... mein Schuss hätte Drake da retten können, wenn ich da ein bisschen besser getroffen hätte. Ärgerlich. Ja, jetzt ist da immer noch der AMX M4 und das gegnerische Cap-Bereich und wir wissen nicht, wo der AMX hin ist. Das heißt, du müsst uns da wieder ein bisschen... Ja, jetzt wissen wir, wo der AMX hin ist. Sehr schön. Hallo, mein Freund. Zeit zum Einzielen. Schuss rein. Nicht zu viel Zeit, weil der kann zurückschießen. Dafür aber gut was direkt an ihm gemacht. Und das sind die Gegner, auf die man schießen will, weil die geben viel Erfahrungspunkte, die 7er. Und der ging irgendwo hin, aber nicht auf ihn. Schade. Direkt wieder ein Stück zurück. AT auch wirken lassen. In der Hoffnung, dass wir ihn dann da wegbeschießen können. Ja, der AMX haut ab. Okay, schade. Der ist unten ins Flussbett. Das heißt aber auch, wir können hinterherrücken. Beschwert sich darüber, dass sein Team doof ist. Tja, wenn man die Hälfte des Matches nur von hinten zuguckt, muss man sich ja nicht wundern, dass das Team vorne wegstirbt. Weil der war doch sehr passiv. Er war ewig nicht zu sehen. Ich denke, er wird von weiter hinten von den Dünen hier unten reingesnipert haben. Aber das geht halt, also irgendwann muss man halt auch einfach hinterherrücken und das hat er halt nicht früh genug gemacht. Und ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin, den aufzumachen. Da geht aber auf dem Weg dahin eine KV-1 auf. Und das war wieder so ein, wo zur Hölle ging der Schuss denn hin? Und diese Momente habe ich mit der Arti sehr, sehr oft gehabt. Dieses, wo zum Henker ging der Schuss jetzt hin? Mein Kreis war klein. Okay, es gab kleine Bereiche an den Kanten, aber eigentlich ist die Streuung ja selten so groß, dass man den Randbereich des Turms trifft. Und es kam nicht mal mehr ein. Das war knapp, also einfach dieses Puff, Schuss ist weg. Super. Da haben wir nochmal eine KV-1. Vielleicht habe ich ja diesmal mehr Glück. Der Schuss ist auf jeden Fall knapper. Boom. 517 nicht gekillt, aber gut Schaden gemacht. Das ist doch schön. Und wir machen hier jetzt auch gerade mal gut was auf, muss man dazu sagen. Wahrscheinlich nicht nur wir, sondern die Gegner auch, die Teamkollegen vorhin mit, aber ein Teil wird noch sicherlich wir gewesen sein. Ich gucke erstmal dahin, wo eine typische Arti-Position wäre, aber da geht es nicht auf. Die wird sich also wahrscheinlich wegbewegt haben. Der Crusader SP hat ja einen unheimlich guten Rückwärtsgang. Also fahre ich dann einfach mal weiterhin, stelle mich im Zweifelsfall, wenn ich es kann, im Cap-Kreis rein. Da geht er auf, vielleicht können wir drauf schießen, wenn er über die Kante guckt. Ja, guckt leider nicht genug. Na komm schon, du willst es doch nochmal. Hat ihn natürlich auch gesehen, ganz klar. Er hat geschossen auf irgendwas und bewegt sich. Ja, Glück haben, taucht er auf. Wenn er weiter taucht, muss ich gleich neu visieren, das ist ätzend. Ja. Man sieht seine Gun, da brauche ich aber nicht drauf schießen, damit mache ich keinen Schaden. Toll. Da splasht noch irgendein Arti von uns rein, um ihn zu treffen. Jetzt denke ich mir, bewege ich mich halt weiter. Unser A44 ist gleich da, die KV-3 ist gleich da. Und da hat die KV-3 auch. Ja, nette Runde. Bin wieder top in der Liste, hab einen Confederate und wieder High-Kaliber bekommen mit 2323 Schaden gemacht. Auch 923 Aufklärung Schaden gemacht. Das heißt Damage upon Detection, wo natürlich auch mit reinkam, als wir Leute gekettet haben. Ein Gegner aufgedeckt, 6 beschossen, 1 zerstört. Man sieht, durch aggressives Spiel, ich bin halt nicht auf die hintere Campingposition gefahren, sondern ein bisschen vorne auf eine aggressive Möglichkeit vermappt, wenn man das gerade noch mal, wenn man nicht sehen kann, ich bei den Ergebnisbildschirm ein. Aber halt in der Position, von wo aus ich aggressiver fahren kann, von aus auch wesentlich aggressiver snipern konnte und solche Positionen machen sich in dem Panzer, wie ihr seht, richtig bezahlt. So, als letztes schauen wir uns die Panzer-Selbstverfette nochmal auf einem bisschen anderen Setup an, in einer Map, wo wir nicht unheimlich viele Hügel haben, nämlich eine eher stadtlastige Map Ruinberg und in einem Achter-Match, wo ich halt sagen muss, da ist natürlich nicht so super geil. Aber man muss auch dazu sagen, nicht jede Runde läuft so geil wie die, die ich jetzt hatte, ganz klar. Man hat auch Runden, wo man sich denkt, so, oh, das ist eine gute Position, daraus kann ich ja aggressiv spielen und dann wird da natürlich genau passend gekontert und ganz schnell rausgenommen. Das passiert in diesem Panzer auch.
Aber ich muss sagen, mir persönlich gefällt diese Spielweise mit dem Aggressiv sehr, sehr gut. Ich kann jedem von euch nach den Replays auch ans Herz legen. Fahrt ihn zumindest aggressiver. Spielt ihn nicht wie so ein rein defensiver Campingpanzer, der ganz hinten steht. Er ist zwar groß und busförmig, aber er ist kein Campingbus, bei bestem Willen nicht. Er kann sehr, sehr viel Spaß machen, wenn man sich die Mühe macht, mit ihm aggressiv und vernünftig zu spielen. Und ja, ich fahre jetzt hier auch erstmal in die Mitte. Da habe ich nämlich ein bisschen Linie, wo man eigentlich keine Plasche nutzen kann. Schauen kann, was an Gegnern kommt. Da ist eine Hellcat. Und ich habe ihn immer gekettet. Yeah. Dafür kriegen wir dafür mal direkt Support-Schaden, weil der wird jetzt rausgenommen von den Types. Das dürfte also zumindest 329 sein, für die ich die Hälfte der Erfahrungspunkte bekomme. Und jetzt hier ein bisschen über die Kante gucken, Scherenfernrohr angehen lassen. Schauen, ob noch was aufgeht. Noch nicht, dann warten wir mal, bis die Jungs da hinten sich vorbewegen, denn die machen momentan auch viel Aufdeckung. Und der Rheinmetall ist genau hinter dem Felsen, das ist schade. Wenn ich Glück habe, bewegt er sich aber noch. Und taucht da dann gleich nochmal auf. Ja. Und wo auch immer der Schuss da unten hinging. Also der geht. Ich ziele oben hin und er verschwindet am unteren Rand meines Fadenkreuzes. Super. Ab und zu habe ich. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir nicht genug Zeit zum Einziehen lasse. Das kann sein. Ab und zu schieße ich Schüsse sehr schnell, weil ich weiß, wenn ich ihn jetzt nicht abgebe, ist der Gegner auch wieder aus dem Schussbereich raus. Und teilweise muss man auch schnell schießen, weil man an seinem Richtbereich an der Kante angekommen ist. Aber. Insgesamt habe ich immer das Gefühl, es überdurchschnittlich viele Schüsse bei ihm verschwinden ins Nichts, die eigentlich jetzt nichts verschwinden sollen. Das war so meine Erfahrung, die ich mit ihm hatte. Und die Hellcat ist gerade für uns hinter dem Haus verschwunden. Yeah. Bisher fahren wir irgendwie eher hinter dem Team her. Unser AX wurde für Teambeschuss blau markiert. Ja, super. Vom Gegner ist unheimlich viel hier die Stadt gefahren. Und deswegen kommt jetzt das weltschnellste Flankierungsmanöver. Also ziemlich ja, das zweitschnellste. Das schnellste wurde mal von Pointy Head Jedi gemacht. Wir sind hier beim zweitschnellsten. Wir kriegen vielleicht noch was von der Hellcat. Ne? Na, weil die war eigentlich zu erwarten. Hätte ich schon früher wissen können und ignorieren können. Und bisher kriegt unser Team, obwohl wir hier draußen so durchdrücken, voll auf die Fresse in der Stadt. Na, hier draußen habe ich gar nicht so viel verloren, aber in der Stadt. Der VK-28 war hier, glaube ich, noch unter. Ansonsten. In der Stadt alles tot, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Hm. Super. Ich fahre jetzt in die Ecke vor. Gut, es ist da alles offen, aber das ist so der direkteste Weg, den ich finde. Ich will hier grob drum das Wrack als Deckung benutzen für zumindest meine untere Bodenwanne. Und da ist eine IS. Die fährt aber weg. Also nehmen wir die KV-2. Die ist gefährlich genug. Wenn die mich mit dem Schuss trifft, bin ich weg. Also wenn sie mich voll trifft und durchschlägt, bin ich einfach weg. Und das kann die bei mir eigentlich recht gut. Da hinten geht eine Arti auf. Aber da komme ich nicht dran, auch wenn ich hier gerade gucke, wenn wir eh noch nicht wieder in Position gegen die anderen sind. Da soll sich der E25 mal drum kümmern. Ich habe da drüben Heavies entdeckt. Und hoffe, dass ich da mal gleich irgendwo irgendwas in die Seite schießen kann, weil die noch in irgendwelche Kämpfe verwickelt sind. Aber irgendwie haben die meisten den Braten jetzt wohl auch gerochen. Ich fahre hier noch ein bisschen aggressiver hin, dass ich die komplette Gasse ohne Probleme einsehen können, wenn da was kommt. Tut's aber nicht. Mäh. Und ja, unser Team, was wir sonst hatten, hat sich hier fast komplett aufgelöst. Super Sache das. Fahre hier immer ein Stück weiter vor, näher rankommen, sehen, weil ich irgendwo flankieren kann. Aber es ist alles eigentlich keine super Flankierungsmöglichkeiten. Ja. Alles bisher nicht wirklich toll, also müssen wir halt einfach in den Nahkampf mit ran. Gegner flankieren. Wichtig ist, wenn man Gegner mit diesem Panzer umrundet und zerlegt, sollte man es eigentlich immer dann machen, wenn man zumindest in der Lage ist, sie mit einem Schuss rauszunehmen. Vor so einem T29 sowas auftauchen, schießen und ihn nicht tot haben, ist ein Problem. Ab und zu kann man es sich erlauben, aber sicherer ist es, wenn man das kann und übertaucht eine IS-3 auf. Da war eine IS-3, perfektes Ziel für uns. Und auf einmal haben wir wesentlich besseren Schadensscore und auch Kills. Also das kann ich mich nicht beschweren. Und direkt den nächsten abgestaubt. Boom. Abstauben an der Stelle relativ ist, weil wir haben halt 463 Schaden an ihm gemacht. Also bis ein Type das macht, muss der zweimal drauf schießen. Und der T-150 ist mittlerweile bei uns in der Basis. Ja, super. Wir haben jetzt das Ganze doch noch gedreht. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Und ja, da fresse ich den Schuss vom T-32 einfach, weil er klar ist, er wird auf etwas schießen, lädt danach erstmal nach. Da ist aber dieses dumme Rohr im Weg, weswegen ich nicht direkt drauf schießen kann und obenrum verschieße ich. Mistig. Da wollte ich da noch vollen Schaden machen können, endlich mal. Ja, setzen wir halt hinterher. Jetzt zeigt er uns auf jeden Fall die Seite.
Ist nicht viel, aber können wir abräumen. Wir sind damit bei 1337 Schaden. Wir sind solid, Junge. Solid. Und bringen uns in diese Position, da den Cat mit reinschießen zu können. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass der Type gerade im falschen Moment stehen bleibt. Und der Churchill war echt ein schönes Ziel, aber der Schuss geht mal wieder nach Timbuktu. Und mittlerweile fällt mir auf, während ich hier so stehe, okay, der Type hat 5 Kills. Der will sich wahrscheinlich seinen Top Gun holen. Ich werde hier von hier aus den T-150 nicht schlagen können, aber ich kann ihn weiter catten. Das heißt, ich kriege daran, dass er sich seinen Top Gun holt, wenigstens noch Teilpunkte. Gucke da auf die Gun, aber erwarte auch nicht, dass ich dadurch komme. Hauen wir einfach weiter drauf, um ihn zu catten, dann müssen wir die Spotting-Schaden dafür bekommen. Und jetzt dürfte der Type ihn sich wohl eigentlich da gleich holen. Gehe ich zumindest von aus, dann kriegt er den Top Gun. Immer noch nicht. Naja. Ich brauche halt, wie gesagt, nicht drauf schießen. Ich gönne ihm seine Top Gun auch. Die soll er sich da euch holen. Aber wenn wir es können, catten wir nochmal. Dann kriegen wir nämlich Teilerfahrungspunkte daran. Und jetzt arbeiten die beiden da zusammen. Nehmen sich den sehr schön raus. Muss man auch sagen, von den beiden eine sehr schöne Zusammenarbeit. Man hat gemerkt, der eine wusste, der andere kriegt die Top Gun. Super zusammengespielt. An der Stelle ein Glückwunsch an die beiden Types. Die haben eine super Runde gehabt. Meine Runde war okay. 902 Erfahrungspunkte. Ist jetzt nicht so hoch wie der letzte Runde, aber ist halt nett. Lead Damage, kann man sich nicht beschweren. 790 Aufklärungsschaden gemacht. Kills wird abgestaubt, was mich da auf jeden Fall noch nach oben geschoben hat. Oder was heißt abgestaubt? Also abgestaubt ist halt relativ, weil ich habe halt auch gut Schaden an denen gemacht, aber ich konnte sie halt einfach mit einem Schuss dann immer rausnehmen und dafür ist dieser Panzer schon gut. Im entscheidenden Moment da sein und mit einem großen Schuss einen wichtigen Gegner rauszunehmen, ist wirklich wertvoll. Und ja, ich hoffe, ihr habt davon gesehen, wie ich den die Panzer selbst Mod Lafette 5 fahre, den sturen Emil. Ich persönlich finde ihn als Panzer nicht wirklich gut, habe, muss ich sagen, Spaß dran gehabt, ihn hier so zu fahren. Denn wenn das klappt, sind diese Runden, die ich euch jetzt auch gesagt habe, allesamt unheimlich unterhaltsam, machen unheimlich viel Spaß, weil man halt einfach so massig Schaden raushauen kann und man kann in einem gewissen Maß auf eine gewisse Art aggressiv fahren. Oder vielleicht eher sollte man sagen aktiv. Ich bin ja nie aggressiv und reingerusht, aber ich bin halt aktiv in meiner Position, von wo aus ich gut wirken kann. Habe auch teilweise einfach mal neue Sachen mit Positionen ausprobiert, einfach geguckt so. Ich wäre sonst zum Beispiel auf der Map hier als TD immer außen rum gefahren, aber ich habe halt gemerkt, so die Mediums rushen da so schnell durch. Da komme ich eh nicht hinterher, aber ich habe in der Mitte eine Hügelkante, an der ich arbeiten kann. Probieren wir die einfach mal. Und er kann da was. Er ist nicht grottenschlecht, wie er sich auf dem Papier anfühlt und auch teilweise so mit der Stockgun an sich noch fährt. Er ist akzeptierbar, würde ich sagen. Es macht durchaus Spaß, teilweise mit ihm. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam. Vielleicht ist der eine oder andere von euch danach auch ermutigt zu sagen, okay, ich will zur Börse, ich habe keinen Bock, den zu fahren, aber ich tue es mir trotzdem an, weil Doc hat mir gezeigt, wie es einen Weg gibt, dass man mit ihm Spaß haben kann oder zumindest ab und zu richtig geile Runden rausrotzen kann. Wie gesagt, fahrt ihn nicht als reinen Campingpanzer, stellt euch nicht hinten in die letzte Linie, wartet, bis die Gegner bei euch ankommen, weil entweder gewinnt das Team und ihr kriegt nichts ab und seid frustriert oder das Team verliert, die Gegner kommen bei euch an und hauen euch aufs Maul und ihr seid auch frustriert. Fahrt ihn aktiv, dann könnt ihr ins Spielgeschehen mitdrehen und wir haben hier gezeigt, der kann am Spielgeschehen teilnehmen und kann ganze Runden wenden, ohne Probleme.